am the Reaper. Okay, kurz zusammengefasst. Weyer hat gesagt, er hilft ihm, aber nur wenn er Agrippa befreit. So, da wird's Agrippa doch freuen. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate, Daniel. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. So. Also. Wir können Alexander direkt töten. Wir können ihn auch erst das Portal zusammensetzen lassen. Oder wie, oder was, oder hä? Keine Ahnung, ich überleg's mir. Ich brauch mal ein bisschen Zeit. Also im Altarraum müsst ihr die anderen Teile finden. Dann wieder auf in den Altarraum. Vielleicht kann ich ja... Obwohl, das wird genau das Tor sein, wenn ich es eröffnen will. Ach, egal. Hier ist immer ein Licht. Licht ist schön. Jo. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die anderen Teile finden. Das lässt sich immer noch nicht bewegen. Schade, schade. Schokolade. Aber wir haben ja hier drei Räume. Okay, da vorne ist das Tor. Da wirst du wahrscheinlich eh nicht suchen. Aber ich gucke jetzt hier nochmal den beiden Räumen nach. Eventuell verbirgt sich hier irgendwo was. Oder auch nicht. Es kann nichts miteinander kombiniert werden. Jetzt habe ich so viele Items, da muss es doch irgendwo was dafür geben. Da oben gab es auch noch diesen Brunnen. Ich habe eine Idee. Ich gucke jetzt hier drüben nochmal kurz. Wenn ich da nichts finde, dann habe ich eine Idee. Und eventuell, ganz eventuell, cutte ich euch sogar diesen Weg jetzt dann raus. Aber ich werde hier nichts Nützliches finden. Was soll ich jetzt hier verändert haben? Ich habe eine Idee. Ich weiß zwar noch nicht, was es bringen soll, aber möglicherweise ist das die Lösung. Lange Zeit später. So, willkommen zurück zu Amnesia. Ich habe jetzt kurz mal offscreen nach diesem Brunnen gesucht. Und kann ich es noch teeren? Nö. Ich wusste ja, es gibt einen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen sollte, aber
Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Kann nicht kombiniert werden, aber jetzt. Wenn ich jetzt wüsste, was ich damit machen sollte. Dad, good to see you. My pupil, Johann Weyer, said he found a way to take me with him beyond the stars. But I was too afraid to come along. Seriously. And now, all I can do is regret it. Gut, wir haben einen Knochen. Mit den Knochen kann ich immerhin, super, ich habe gehofft, dass der irgendwo den weglockt und der Typ daraufhin hingeht und unten das Tor einhaut. Das war so meine Theorie. Jetzt habe ich nur einen Knochen, mit dem ich immer noch... Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Das ist ja schön für den Knochen. Sehr lange Zeit später. Richtig try and error like. Ich muss auch was für seine Verkriepers Trank zusammensuchen, oder? Was steht da in meinem Mementos drin? Bruchstücke legen. Was? In den Folterräumen. Aber die habe ich doch schon von den. Er hat gesagt, geh in den Altarraum. Hä? Übergang, ja, Übergang. Übergang. Übergang, ja, Übergang. Übergang. Ach, echt? Ich gucke jetzt nochmal hier. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, weiter geht's. August 15, 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Ah, ah. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain.
Was? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Was zur Hölle? Zeichne Mann, schneide rein, zeichne Mann, schneide rein. Okay, krasser Scheiß. Komme ich da jetzt heran? So. Sehr gut. Mann. Der nervt mich immer noch, dass ich das so rumgehört bin. So viel Zeit für nichts. Haupthalle. Schlag gegens Mikrofon. Genau. Ich wollte gerade schnipsen, aber ich glaube, das kommt beim Mikrofon nicht so gut. Was zur... What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Okay. Das wird wohl nicht besser. Gut. Oh, hier wächst Gras. Gut. Ich bin mal relativ vorsichtig. Die Musik ist bedrohlich, aber okay. Wow. Es sind nur leichte Kopfschmerzen, alles gut. Aspirin hilft, Aspirin hilft. Wäre man mal nicht aufgestanden. Wow. Jetzt kommt wieder dieses typische Szenario. Ich schleiche hier entlang und der ist eigentlich schon längst hinter mir. Und schleiche quasi so vor ihm entlang und er denkt sich so, hä? Was für ein Idiot. Wieso rennt der nicht weg? Ja, so ungefähr. Ich rede ja auch gar nicht die Angst runter. Nein. Im Leben nicht. Ja. Ist ein bisschen...